Hast du unsere Welt schon einmal von oben gesehen? Vermutlich ja, von einem Flugzeug aus, von einer Aussichtsplattform oder so wie ich mit einer Drohne. Und wir leben auf der Erde, auf der gleichen Erde und brauchen unsere Umwelt. Habt ihr schon mal über das Thema Umweltschutz nachgedacht? Gute Luft, klares Wasser und die Natur sind wichtig für unser Leben und sollten für alle da sein, für alle Menschen auf dieser Welt. Wir müssen aufpassen, dass unsere Umwelt sauber bleibt. Wir haben Verantwortung für unsere Umwelt. Wir brauchen viel Wasser und viele Rohstoffe für ein bequemes Leben. Aber manche Menschen verbrauchen viel mehr Wasser und andere haben zu wenig. Das ist nicht gerecht. Wir müssen sparsam mit Wasser und mit Rohstoffen sein. Die Menschen fällen zu viele Bäume und fangen zu viele Fische. Sie jagen seltene Tiere. Viele seltene Tierarten sterben aus. Wir dürfen nur so viel verbrauchen, wie nachwachsen kann. Das nennt man Nachhaltigkeit. Und damit solltest du jetzt auch anfangen, wenn du es nicht schon tust. Überleg, ob es jetzt ein Kaffee to go sein muss oder ob du dir Zeit nehmen kannst, deinen eigenen Becher mitzunehmen oder dich in das Café reinzusetzen. Oder achte darauf, dass du richtig Mülltrennung machst. Denn jeder kleine Handgriff zählt. Denn wenn es jeder macht, dann können wir Großes bewirken. Und ich möchte auch, dass dieses Video hier möglichst viele Menschen erreicht. Denkt einmal darüber nach, dass wir nur eine Welt haben. Und wenn diese Welt kaputt ist, dann war's das. Und wollt ihr wirklich, dass eure Nachfahren in einer vermüllten oder in einer brennenden Welt leben? Und ich meine mit brennend, wirklich brennend. Zum Beispiel Naturkatastrophen wie das Ahrtal. Okay, das war eine Überschwemmung. Wasser ist ein natürliches Element und die natürlichen Elemente können gefährlich werden. Es gibt viele Brände im Ausland. Und ihr müsst überlegen, das kommt nicht von einfach von irgendwoher, es kommt von uns Menschen. Und deswegen hier der Appell an dich. Wenn du es nicht schon tust, dann achte jetzt mehr auf deine Umwelt und denke beim Kaufen doch einmal drüber nach, ob du jetzt wirklich dieses komplett in Plastik verpackte Zeug kaufen musst. Schaut alle mal bei Unlimited Jetstream vorbei. Von ihm hier ist dieses Video und er hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich dieses Video bearbeiten darf. Und ich hoffe, dass es hier mehr Leute erreicht. Danke fürs Zuschauen und bis bald.